Wer bist du und was ist deine Gründungsidee? Ja, hallo, ich bin Dominik. Ich bin der Gründer von Portance. Und Portance bedeutet Auftrieb, ist Französisch. Und genau diesen Auftrieb wollen wir mit unserer durchdachten Premium-Sportmode unseren Kunden geben. Nichts soll stören, alles soll total spielerisch einfach sein, mit durchdachten Design-Details, die es dem Sportler ermöglichen, vor, während und nach dem Training absolut fokussiert zu sein. Wir können das bewerkstelligen, indem wir Produktdesigns verwirklichen, die wirklich einen Mehrwert für den Sportler bieten und außerdem mit der nachhaltigsten Biotechnologie arbeiten, die je erfunden wurde. Unsere Biotechnologie ermöglicht störfreie Trainings, in dem nämlich das Kleidungsstück eigentlich fast nie wieder nach Schweiß stinkt. Der Sportler spart somit enorm viel Zeit, Wasser und Energie und das Kleidungsstück hält viel länger und hat einen viel geringeren CO2-Fußabdruck. Wie ist die Idee entstanden? Ja, als Sportler gehe ich selbst 4 bis 5 Mal die Woche zum Training oder ins Gym. Und bisher hatte ich immer die Auswahl ja, an großen Marketinggiganten, Fast Fashion, die meistens in Sweatshops produziert wird und die sehr oft auf billige Plastikfasern, also Polyester, setzt. Und eigentlich ist die auch nie wirklich durchdacht. Und dann hatte ich mir gedacht, als Gründer einer Fashion- oder Sports-Fashion-Brand will ich das von Grund auf ganz anders machen, Nachhaltigkeit als gegeben sehen, absolut durchdachte Designprodukte kreieren und das dann mit einer vielversprechenden Technologie kombiniert. Und unsere Fuse-Biotechnologie macht alle unsere Produkte geruchsneutralisierend, antibakteriell, bietet einen UV-Schutz. Das heißt, für den UV-Faserschutz werden unsere Fasern dauerhaft vor Sonnenlicht geschützt und demnach bleibt unser T-Shirt, wie ich es hier zum Beispiel auch habe, dauerhaft schwarz. Also es gibt kein Ausbleichen wie bei normaler Sportmode üblich. Wenn wir natürlich ein Kleidungsstück weniger waschen, dann wird das auch natürlich die Lebensdauer des Kleidungsstücks positiv beeinflussen. Also unsere Produkte halten ein Leben lang. Und was das Schöne an der Technologie ist, ist auch noch, dass sie permanent im Kleidungsstück haften bleibt. Das heißt, wir haben unsere Tests gemacht, 100 Wäschen. Vorher, nachher getestet, wir 0 Milligramm unserer Biotechnologie im Abwasser nachgewiesen. Ja, und all das trägt zu einem wirklich sehr nachhaltigen, sehr innovativen Sportswear-Produkt bei. Wie habt ihr euch als Gründerteam gefunden? Ja, bisher bin ich noch alleine, sozusagen als One-Man-Show, Start-up-Gründer, aber wir haben tatkräftige Unterstützung, nämlich von einer Freelance-Designerin, das ist Monika. Sie unterstützt uns seit Beginn oder seit der Ideenfindung und hat auch geholfen, die Idee aufs Papier zu bringen und letztendlich umzusetzen. Und wir haben uns über das Enterprise Europe bzw. die Zenit GmbH gefunden. Das ist übrigens eine Organisation, die ich jedem Gründer empfehlen kann, weil sie die Internationalisierung und ja, das Gründen von Startups in NRW auch fördert. Was nervt dich am Gründen und wie gehst du damit um? Ja, am meisten ist es natürlich am Anfang die viele Bürokratie und der ganze Papierkram, der mit Gründen, aber auch mit dem Führen eines kleinen Unternehmens verbunden ist. Da ist zum Beispiel die Steuervoranmeldung, da ist das Erlangen einer Steuernummer und ja, die ganzen Abrechnungen, die ganzen steuerlichen Tätigkeiten. Ich mache mir dafür immer ein, mir ist das der Freitagmorgen und dann habe ich den Rest der Zeit im Kalender frei und kann mich dann im Rest der Zeit auf das Führen des Unternehmens fokussieren. Was am Anfang auch ein bisschen schade ist, als Gründer hat man sehr viele Ideen, sehr viele Visionen, möchte gerne sehr viel umsetzen und oftmals wird man dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil einfach das Budget fehlt und man hat nur eine sehr, sehr begrenzte ja, Budgetsumme zur Verfügung und kann eben nicht alles von Anfang an umsetzen, was man sich vielleicht vorstellt. Was ist dein größtes Learning der letzten Monate? Ja, ich würde mal sagen, das größte Learning ist eigentlich, dass niemand auf die Marke Portance und auch das Produkt gewartet hat. Man kann noch so gut investieren in ein perfektes Produkt und auch wenn das Produkt zu 100% perfekt ist, was es ja eigentlich nie ist, dann ist es noch lange nicht verkauft. Ich habe gelernt, dass es eigentlich viel schwieriger ist, als anfangs gedacht, sein Produkt an den Mann zu bringen und Neukunden zu generieren. Denn es ist unheimlich intensiv und kostet sehr viel Energie, auch einen neuen Kunden von einer neuen Marke, die es so vorher noch gar nicht auf dem Markt gegeben hat, und von neuer Technologie, die wir ja haben, zu überzeugen.
Das größte Learning in dem Bereich, würde ich sagen, ist das Netzwerken. Netzwerken ist das A und O. Als Gründer nutze ich mittlerweile sehr viele Events, sehr viele Veranstaltungen. Und da geht es einfach immer wieder darum, von seiner Idee zu erzählen, von dem Startup zu erzählen, von dem Produkt zu erzählen und das immer und immer wieder. Und irgendwann baust du dir so ein wirklich tolles Netzwerk auf. Und im Rahmen dieses Netzwerks entstehen dann die ersten Partnerschaften, Kollaborationen. Und nur so kannst du dein Startup weiter nach vorne bringen. Wer oder was inspiriert dich? Ja, am meisten inspirieren mich eigentlich Geschichten von anderen Startup-Gründern und von Selfmade-Entrepreneuren, weil genau diese mir zeigen, dass es möglich ist, nach wie vor von seiner Idee zu leben und seinen Traum zu verwirklichen. Ja, das gibt mir viel Kraft, das gibt mir viel Energie und immer mal, wenn es nicht so gut läuft, höre ich mir Podcasts an von anderen Gründern und darf dann feststellen, dass jeder Anfang schwer ist und dass jeder andere Gründer auch diesen Leidensweg vielleicht durchleben muss, bevor er seine ersten Erfolge feiert. Was mich auch inspiriert in letzter Zeit, ist das tolle, positive Kundenfeedback von unseren ersten Kunden. Wir haben eine tolle Community aufgebaut durch Crowdfunding, das wir gemacht haben. Und mit dieser ersten Crowdfunding-Community bin ich sehr eng in Kontakt. Die geben mir sehr viel tolles Feedback zu den Produkten und was sie sich gerne in Zukunft noch wünschen würden von Portance. Wo steht ihr gerade und was sind eure nächsten Meilensteine? Ja, letztes Jahr haben wir unsere Marke gelauncht und gestartet und haben eine erste erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter absolviert. Wir haben da über 65 erste Kunden akquiriert, die bereit waren, unsere erste Kollektion vorzufinanzieren. Und diese Kunden haben wir dann zum Jahresende beliefert und das weltweit. Dieses Jahr sind sehr viele Sachen geplant. Einmal unsere Spring-Sommer-Kollektion, das heißt, unsere erste Kollektion soll erweitert werden. Da sollen kurze Hosen dazukommen, absolut durchdachte Jogger-Shorts, die natürlich auch weniger gewaschen werden müssen und weniger stinken. Dann soll auf jeden Fall auch die smarte Sportsocke dazukommen. Stellt euch vor, Sportsocken, die ihr auch mehrere Male tragen müsst, ohne zu waschen. Zum Jahresende wird es dieses Jahr auch wieder ein Crowdfunding geben, unsere zweite Crowdfunding-Aktion. Und das mit einem sehr smarten, durchdachten Produkt, das diesmal in Litauen produziert wird. Und es, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist auf jeden Fall ein Strickwarenprodukt, aber keinesfalls der kratzende Strickpullover eurer Oma, sondern ein absolut durchdachtes technisches Sportswear-Produkt. Ja, und dann muss natürlich Portance mehr Umsatz und mehr Traktion generieren. Wir müssen bekannter werden und wir wollen auch in den stationären Einzelhandel kommen, damit unsere Produkte und unsere Marke besser gesehen werden. Möchtest du noch etwas ergänzen? Ja, als Gründer von Portance möchte ich Sportmode smarter, innovativer und zukunftsfähiger gestalten. Wenn du das toll findest oder uns unterstützen möchtest, dann schau gerne auf unsere Webseite vorbei. Dieses T-Shirt, wie gesagt, musst du viel weniger waschen, kannst du viel länger anziehen. Und ich glaube, es ist doch besser, wenn man sich weniger, aber dafür bessere Produkte kauft, anstatt viele Produkte, die du zwei, dreimal trägst und die dann irgendwo im Textilmüll landen. Wenn du die Vision von uns cool findest, würde ich mich über deinen Support freuen. Und ja, vielen Dank.